Verehrte Zuschauer, für die kurze Tonpanne zu Beginn unserer Sendung bitten wir um Entschuldigung. Guten Abend. Die verflixte Sieben heißt meine neue Show, die am 7. April zum ersten Mal samstagabends zu sehen ist. Nochmal, muss man irgendwie, das ist Samstag, den 7. April, das ist doch wichtig, finde ich. Wir lassen durchlaufen. Guten Abend. Die verflixte Sieben heißt meine neue Show, die am Samstag, den 7. April zum ersten Mal zu sehen ist. Und auf Papier ist die Show schon fast fertig. Das Einzige, was noch fehlt, sind Kandidaten. Diesmal Ehepaare. Humorvoll, gescheit, die auch nichts dagegen haben, einen schönen Preis zu gewinnen. Und wenn Sie Lust haben mitzumachen, dann bewerben Sie sich bitte mit Foto an den WDR, Postfach 100, 5000 Köln 1, Kennwort die verflixte 7. Wenn es geht, innerhalb einer Woche. Ja, noch einmal, WDR Fernsehen, Postfach 100, 5000 Köln 1, Kennwort die verflixte 7. Bis zum 7. April. Tschüss. Zur Ziehung der Lottozahlen schalten wir nun um nach Frankfurt. Aus dem Studio 4 des Hessischen Rundfunks überträgt nun das deutsche Fernsehen die öffentliche Ziehung der Gewinnzahlen im deutschen Lottoblock für die 7. Ausspielung. Der Aufsichtsbeamte hat sich vor dieser Sendung von dem ordnungsgemäßen Zustand des Ziehungsgerätes und der 49 Kugeln überzeugt. Neunzehn. Drei. Neununddreißig. Sieben.
Die Zusatzzahl ist 29. Und hier noch einmal das Ergebnis. 3, 7, 19, 39, 41, 46 und die Zusatzzahl 29. Und nun die Gewinnzahl der Landeslotterien Spiel 77, sie lautet 007-9875. Ich wiederhole, 007-9875. Auf Wiedersehen, meine Damen und Herren, am nächsten Samstag. Wir schalten um zur Tagesschau nach Hamburg. Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die französischen Transportunternehmer wollen es offensichtlich auf eine Kraftprobe mit der Regierung ankommen lassen. Sie weiteten am Abend ihre Blockaden aus. Auf den Autobahnen in und um Paris kam es zu Staus, weil Lastwagen Schritttempo fuhren. Andere versuchten, den deutsch-französischen Grenzübergang bei Straßburg zu blockieren. Besonders betroffen ist weiterhin der gesamte Südosten des Landes mit seinen Wintersportgebieten. Die Regierung hat ein Ultimatum der Transportunternehmer für Gespräche zurückgewiesen und will weiter Polizei und Armee einsetzen. Vor allem die Alpenstraßen in der Nähe der italienischen und Schweizer Grenze sind weiter blockiert. Der ADAC rät Touristen, Fahrten in die betroffenen Gebiete möglichst zu verschieben. Auch das Ausweichen auf Nebenstrecken sei wegen Glatteisgefahr zu groß. An einigen Stellen kam es zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Fernfahrern. Zwei Personen wurden festgenommen, als sie das Wegschleppen ihrer Lastwagen verhindern wollten. Viele der Kranwagen erwiesen sich jedoch als zu leicht. Morgen will die Polizei mit schwerem Gerät kommen. Die Fuhrunternehmer wollen dann die Straßen durch gefällte Bäume blockieren. Leidtragende des seit Tagen andauernden Streiks sind etwa 2 Millionen Urlauber, für die gestern die Ferien begannen. Viele mussten in Notunterkünften übernachten. Über 100 Reisende eines Fernzuges von Paris nach Madrid sind in der vergangenen Nacht nur knapp einer Katastrophe entgangen. Französische Basken hatten bei Hendaye die Schienen gesprengt. Der Zug entgleiste, stürzte aber nicht um. Ein Gegenzug, der Verspätung hatte, konnte rechtzeitig gestoppt werden. Es gab einige leicht Verletzte. Aufgewiegelte Demonstranten haben nach Berichten aus Jordanien in der libyschen Hauptstadt Tripolis die jordanische Botschaft gestürmt und in Brand gesteckt. Der Botschafter und seine Mitarbeiter hätten sich aber rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Die jordanische Regierung sprach von einem vorsätzlichen kriminellen Zwischenfall und machte die libyschen Behörden dafür verantwortlich. So sei im staatlichen Fernsehen zu einer Demonstration nahe der Botschaft aufgerufen worden. Die Beziehungen zwischen der katholischen Kirche und dem italienischen Staat wurden heute mit der Unterzeichnung eines neuen Konkordats geändert. Italiens Regierungschef Craxi und Kardinalstaatssekretär Casaroli unterstrichen, dass die Unabhängigkeit von Staat und Kirche jetzt festgelegt sei. Die wichtigsten Bestimmungen sehen vor, dass der Katholizismus nicht mehr Staatsreligion ist und dass die italienischen Gerichte bei Ehesachen nicht mehr an die Entscheidungen der Kirche gebunden sind. Auf der Gelsenkirchner Unglückszeche sind bis zur Stunde 3 der 5 am Donnerstag verschütteten Bergleute tot geborgen worden. Ein vierter wurde am Abend entdeckt. Er liegt unter einem Stromverteiler begraben und ist nach Angaben der Rettungsmannschaften nicht mehr am Leben. Ein fünfter Kumpel wird noch vermisst. Flüchtlingsgespräche ist der Titel einer zweitägigen Autorenbegegnung von DDR-Literaten, die im Exil leben, mit Schriftstellern der Bundesrepublik. An der Veranstaltung im Berliner Literarischen Kolloquium nehmen 32 Autoren teil. Das Motto für die Veranstaltung lieferte ein Stück von Bertolt Brecht, das er im Exil geschrieben hatte. Auch wenn die deutsch-deutsche Gegenwart mit der NS-Zeit nicht zu vergleichen ist, eines wurde doch deutlich. Damals wie heute sind die Schriftsteller im Exil keine Gruppe, die mit einer Zunge spricht. Schärfer als die eigenen Meinungsverschiedenheiten sind die Gegensätze zwischen westlichen und DDR-Autoren.
Anlass zur Auseinandersetzung, der Umgang mit östlichen Diktaturen, das Taktieren des Schriftstellerverbandes in Sachen Polen oder, wie Jürgen Fuchs es formulierte, der Irrtum westlicher Intellektueller, eine staatliche Einheitspartei könne einen Weg in eine bessere Zukunft weisen. Wir Grenzgänger, wir Dissidenten und Flüchtlinge, wir Ost-West-Autoren, die miteinander diskutieren, mit und ohne Pass, im Dritten oder Vierten Reich, erinnern an den Verrat, mit dieser neuen Rechten paktiert, zumindest nicht offen gegen sie polemisiert zu haben. DDR-Autoren zeigten großes Misstrauen gegenüber Bindungen an Parteien, Organisationen. Sie wandten sich gegen den Gebrauch von ideologisch ausgerichteten Schlagwörtern. Frieden scheint ihnen ohne Freiheit nicht möglich. Viele der hier anwesenden DDR-Autoren fühlen sich im westlichen Deutschland im Exil. Die gemeinsame Sprache, so formulierte es ein Teilnehmer, kaschiere diese Tatsache nur. Die Erfahrungen mit ihrem Staat prägen das Verhalten, aber auch die Sicht der Dinge der ehemaligen DDR-Bürger. Die westlichen Teilnehmer zeigten sich allzu geneigt, diese ganz persönlichen Erfahrungen vom Tisch zu fegen, mit Dialektik und Logik. Olympische Winterspiele, vorletzter Tag. Bis zum frühen Abend fielen insgesamt 4 Entscheidungen. Medaillenkämpfe, an denen einmal mehr die Teilnehmer aus der Bundesrepublik keinen Anteil hatten. Denn die Biathlon-Wettbewerbe sind endgültig abgeschlossen. 3 Entscheidungen fasst Jörg von Torra zusammen. Das ist die erfolgreichste Teilnehmerin der 14. Olympischen Winterspiele. Marja-Liisa Hämmerlein gewann 3-mal Gold und 1-mal Bronze. Heute krönte die Finnin ihre Leistung mit dem Sieg im 20 Kilometer Langlauf. Der Star von Sarajevo kann auch am morgigen Schlusstag von keinem anderen Aktiven mehr übertroffen.